Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Minecraft Feed the Beast Light. Ich bin's, der Blick. In der letzten Folge haben wir unsere, ja, Let's Play Aufnahmeecke gebaut, weil irgendwo an irgendeinem Computer muss ich ja auch die Let's Plays aufnehmen. Ich habe gedacht, ich mache das hier. Hier drüben, direkt im Wohnzimmer, ist ja alles kein Problem. So, okay, als nächstes sollte ich vielleicht mal was essen, das heißt, ich baue mir mal eine Küche, wo ich die genau hinbaue. Das wiederum ist eine Frage, die kann ich jetzt gerade noch nicht so richtig beantworten, aber vermutlich baue ich diese Küche einfach hier hin. Ja, nicht nur vermutlich. Das heißt, wir nehmen uns mal wieder ein wenig Marble, genauer gesagt dieses. Gehen damit mal hoch. Ich muss erstmal kurz abstecken. Wie mache ich die Küche? Also erstmal das Fenster hier wollte ich schon ganz gerne lassen. Sieht aber auch doof aus, wenn ich es drinnen lasse, weil obwohl, wenn ich den Ofen hier in die Ecke setze, könnte das funktionieren. Das heißt, hier in die Ecke kommt ein Ofen. Bin mir jetzt nicht sicher. Ein Iron Furnace vielleicht. Sieht vielleicht besser aus als... muss aufpassen mit dem Ding. Sieht vielleicht besser aus als ein normaler Ofen. Das heißt, wir nehmen uns mal ein wenig Eisen. Haben wir oben. Das ist Refined Iron. Das hier. Gehen hier rüber. So. Und machen uns mal den Iron Furnace. So. Wunderbar. Blüpp. Iron Furnace. Sehr schön. Komm mal mit. Ja, im Prinzip sieht er genauso aus wie ein normaler Ofen. Aber okay. Halb so wild. Das passt schon so. So, hier oben drüber kommt nicht in schwarzen Dinges, sondern in... Was ist denn noch schwärzer als Granit? Habe ich was, was richtig schön schwarz, dunkelschwarz ist? Schwarze Wolle sieht auch doof aus. Oder muss es schwarz sein und geht auch blau? Redstone Block habe ich ja noch nicht. Ich nehme, glaube ich, blau. Blau. Einmal hier rüber. Blau sah nämlich auch nicht schlecht aus, wenn ich mich recht erinnere. Hopp. Einmal ein ein Lapis-Block, besser gesagt. Den wir mal wieder zerschnippeln. Zip. Einmal so. Und einmal so. Da. Wunderbar. Weil eine Dunstabzugshaube gehört mittlerweile in jede moderne Küche über den Ofen. Und deswegen eben auch hier. Und ich glaube, ich muss erstmal meine Säge holen, die ich habe unten liegen lassen. Da. Bob. Ich glaube, ich muss das nochmal punktieren. Geht das? Hör ich das? Ja, genau. Slab Corner. Sehr schön. Das kann ich liegen lassen. Brauche ich nicht mehr. So, einmal nach oben fliegen. Und hier in die Ecke kommt dann der Abzug. Oh. Doch, das brauche ich doch noch. Hehe, muss noch eins hoch. Beziehungsweise, ich muss nicht nur eins hoch, ich müsste eigentlich noch zwei hoch, aber sieht wahrscheinlich doof aus, wenn ich das nicht halb, zweimal halb teile, deswegen mache ich das so. So, okay. Ich hätte natürlich auch mit von dem anderen Ding hochgehen können, aber das geht, sieht, denke ich, so besser aus. Ist schon gut so. Bäm. Okay. Ja, das ist meine Dunstabzugshaube samt, ja, samt Ofen. Obendrauf die Herdplatte sollte natürlich auch noch, ist ein Terrankochfeld. Die sollte ein bisschen besser aussehen. Sicher nicht mit Wolle oder Holz. Ein Glascover. Einfach als Terrankochfeld, blub, obendrauf. Ja, kann man so lassen. Ist okay. Hab schon Schlimmeres gebaut. Sieht jetzt nicht perfekt aus, aber ist okay. Damit hätten wir das schon mal fertig. Direkt neben den Ofen. Ich würde hier den Kühlschrank hinstellen wollen. Hier, ne? Hier, das kommt der Kühlschrank. Den wir erstmal fertigen müssen dann irgendwie. Wird wahrscheinlich, ja, eine fast offene Küche werden. Ofen hier. Spüle hier am besten. Hier noch eine Arbeitsplatte samt Schrank und sowas. Das heißt zwei Crafting Table. Oder sieht denn die Project Table besser aus als Arbeitsplatte? Ja. Wir machen Project Table, keine Crafting Table. Aber erstmal gehen wir schlafen, weil draußen ist dunkel. Und im Dunkeln ist nicht so gut munkeln. Die dumm, die dai. Wunderbar. Auslassen. Dankeschön.
Draußen flitzt schon wieder ein totes Viech. Okay, also. Arbeitsplatte müssen wir natürlich erstmal bauen. Beziehungsweise, wie baue ich die am günstigsten, damit es auch vernünftig ist? Kann ich eigentlich auch einen Crafting Table auseinanderschneiden? Ich glaube, das hatte ich mal probiert und es ging nicht, ne? Ja, schade. Schade. Vielleicht geht's mit dem Project Table? Ich habe es noch nie mit einem Project Table probiert. Ich meine, Crafting Table ging nicht, aber Project Table war doch ähnlicher bis selber Mod, ne? Könnte man ja mal probieren. Dazu brauche ich noch ein Trüchen. Hopp, 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 hopp. Truhe. Das dahin. Seiten, wenn ich mich erinnere, so. Und obendrauf Stein. Perfekt. Den so. Und der ging leider auch nicht zu verteilen. Schade. Nein, jedenfalls wollten wir ja eh eine Project Table bauen. Insofern ist das ja schon mal nicht ganz so verkehrt. Wir wollten nicht nur einbauen, wir wollten zwei bauen. Und wir wollten nicht nur zwei bauen, wir wollen viele bauen. Fällt mir jetzt gerade so ein. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das erstmal hier rein. Wir machen drei Kisten. Ja, drei Kisten ist gut. Das wieder raus. 1, 2, 3. Hopp. 1, 2. Haben wir wenigstens einen. Die anderen lasse ich mal hier liegen. Hier drüben habe ich noch eins. Na toll. Aber ich habe ja hier mehr. Hehe. Ist ja nicht so, als hätte ich nichts. So. Drei Kisten haben wir noch. Das heißt, wir brauchen noch zwei Crafting Table, weil wir ja schon zwei haben. Das wieder raus. Das so. Huch. Obendrauf kommt. Ja, Quatsch, nicht obendrauf. Unten drunter kommt die Kiste. An die Seiten das Holz. Und oben 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Die Steine. Sehr schön. Macht 4. Crafting Table. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Was will der Mann mehr? Dann kommt halt einmal ein Crafting Table hierhin. Einer hierhin. Als Arbeitsfläche sozusagen. Hier direkt neben den Ofen. Direkt neben den Ofen kommt. Doch, direkt neben den Ofen kommt noch einer. Das hier hin. Und die beiden bauen wir wieder ab. Weil so wie sie jetzt stehen, will ich sie dann doch nicht haben. Ich habe da noch eine andere Idee. Hier könnte ich noch einen Schrank oder sowas hinbauen. Hier einfach hier an die Seite. So. Okay, das haben wir wieder abgebaut. Dann bauen wir mal wieder ran. Und zwar irgendwas anderes. Nämlich. Nee, wollte nicht. Nee, das passt jetzt auch nicht so. Warte mal, da müsste ich vielleicht einen normalen hinsetzen. Das würde gehen. Dass ich da dann einfach einen normalen hinsetze und hier mit dem weitermache. Und jetzt hole ich mal. Iron müsste sein, ja, Iron. Wir nehmen Iron Block. Das heißt einmal Eisenbarren, da ich keine Blöcke mehr habe. Ohne Böcke mache ich mir Blöcke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Einer reicht mir ehrlich gesagt. So. Der muss natürlich auch wieder zerschnippelt werden wie ein Wilder. 1, 2. Warte mal, ich muss jetzt gerade überlegen. Also 3, ja. Soweit ist schon mal okay. Und wenn ich jetzt hier reingehe und... Nee, das war doof. Fällt mir gerade so auf. Warte mal, wir machen das nochmal von neuem. Yep. Einfach mal wieder ein paar mehr, dass wir auch testen können. Das dahin, das Sand kann mal weg. Und dann beginnen wir jetzt. Und zwar... Erstmal mit einmal auseinanderschneiden. Einmal. Nee. Einmal. Und das wird nicht reichen. Wir machen zweimal. Okay. Und eins heben wir auf. Daraus machen wir so eins hier. Sehr gut. Die Glascover kommen wir erstmal hier hoch. Das Ding kommt erstmal hier hoch. Einfach mal erstmal zum Deponieren. Ich will nämlich jetzt eine Spüle bauen. Und zuerst wollte ich diese Crafting Table nehmen. Da habe ich mich jetzt, oder die Project Table. Die werden jetzt der Schrank werden. Und die Spüle muss ich dann noch umcovern quasi. Erstmal hier eine, ja, wie es bei vielen Spülen üblich ist.
Dingsfläche. Und dann habe ich schon wieder vergessen. Na, warte, ich kann ja den Project Table, den ich hier hinsetzen wollte, setze ich ihn einfach mal hin. Depp. So. Und kann hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Geht das? Nein, geht nicht. Warum geht das nicht? Das ging doch früher mal. Aber das geht doch mit Covern sicher, oder? Nee, warte mal. Wie muss ich das denn am dümmsten machen? Dann muss ich die halt aufstellen und das Teil in die Mitte. Geht das? Das muss ich mal probieren. Das heißt, ich bastel hier gerade, weil, wie gesagt, das ist alles High Life. Das habe ich noch nie so in dieser Form gebaut. So, jetzt ist dann natürlich die Spüle ein bisschen tief. Wenn ich das Ding jetzt in die Mitte setze, ich könnte die noch ein bisschen größer machen. Ich muss das mit Paneln bauen. Oder covern. Hopp. Vielleicht reicht das, wenn ich einfach die Seiten wegnehme. Okay. So. So. Und so. Und damit haben wir eine Spüle, die ja erstmal nicht so schön aussieht. Aber wir sind ja auch noch nicht fertig. Die Spüle selber ist halt noch ein Schrank. Der vorsteht. Mache ich da einen vorstehenden Schrank draus? Was sieht denn noch schön aus als Material, was ich dingsen kann? Ich guck mal kurz hier an die Seite. Ich bräuchte irgendwas, was ich auseinander trennen kann. Ist logisch, ne? So, gucken wir mal. Hier haben wir ja viele Cover. Orangene Wolle, nein. Saphirblöcke, nee. Chiseled Basalt Brick. Schwarze Küche. Gucken wir mal. Wir haben doch sicher irgendwo Basalt. Nochmal Basalt 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ah, da kommt Basalt Brick raus. Wie doppelt nochmal, ne? Doppelt. War das chiselt? Jawohl. Das war auch bei dem Basalt chiselt. Sehr schön. Das machen wir mal so. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 16. 32. Sehr schön. Und dann gucken wir mal, wie das aussieht. Einfach mal nur just for fun. Ob das wenigstens wie eine Tür aussieht. Weil unter eine Spüle kann man ja in der Regel auch runter. So. Fackel weg. So. Und die Seite aus Holz. So. Nee, wenn dann vielleicht komplett Holz. Mal gucken. Komplett Holz könnte auch funktionieren. So. Aber nicht dieses Holz. Wenn dann doch zersägt, das habe ich jetzt beschlossen. Ganz pauschal. Oder machen wir einen weißen Schrank. Ein weißer Schrank wie Marble. Ach Leute, ich bin zu unentschlossen. So, das Ding kann ich drinnen lassen, das verstecke ich ja dann eh. Ich hole mir nochmal ein bisschen Marble. Dann probieren wir es damals noch. Erstmal hier Eisenbarren. Dich brauche ich erstmal nicht. Genau so wenig wie dich. Die auch nicht. Wolle habe ich mit, aber ich will keine Wolle. Ich will Marble. Da. Und zwar normalen Marble, genau. Den Redstone-Block kriege ich ja nicht hin, ne? Dip. Redstone-Block wird ja von dieser Minecraft-Version auch nicht durch Mods unterstützt. Nein. Hätte ja sein können. Hätte sein können, ist es aber nicht. So, okay. Decke. Nochmal. Nochmal. Dankeschön. Dann gehen wir nochmal rauf und gucken mal, wie das jetzt aussieht. Vermutlich scheiße. Nicht nur vermutlich, es sieht auch nicht unbedingt besser aus. Also, ich sag mal so, Küche wird uns vielleicht keine gute Legging. Ich mach die auch aus Blue Wool Cover, nein. Wo habe ich denn, wenn ich die in Form der Dünstabzugshauge mache? Oder eben doch Holz. Ich guck nochmal, was Holz macht.
Es soll ja halt auch auf ein bisschen vernünftig aussehen, wie eine schöne Küche und sowas. Und naja, da gibt man sich halt auch Mühe und so, ne? Blopp. Ein bisschen helleres Holz. Ah, weißt du was, ich mach die jetzt aus Holz. Arschgeleckt. Wer hat denn sonst schon eine Holzküche im Kühe in der Küche? In der Küche allgemein. So, hopp. Hier hin. Und wir benötigen natürlich irgendwas anderes, was ich jetzt gerade nicht finde. Nämlich so Zeug halt, ne? Und zwar, ach so, ja, ich weiß wieder, das hier. Oder mache ich hier mal so ein Blackpool Cover Strip hin? Mal gucken, wie das aussieht. Bumm. Huch. Da muss ich auch noch ein Geländer machen oder sowas. Weil, ist ja auch gefährlich, wenn man hier runterfällt. So, hier haben wir eine Waschbecken, eine Spüle, einen Ofen. Der Kühlschrank fehlt noch, der kommt dann hier hin. Und, dann sehen wir weiter, wie ich den Kühlschrank mache. Also entweder mit Wolle oder mit Marble, aber ein weißer Kühlschrank sieht halt... Nom, nom, nom. Ich weiß nicht. Gefällt mir das nicht? Ich könnte den eigentlich auch aus Lapis wieder machen. Komm, den machen wir wieder aus Lapis, den machen wir wieder blau. Aber nicht in dieser Folge, sondern in der nächsten. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal, bis denn. Tschüss.